Hallo ihr lieben Leute, ich hoffe bei euch ist alles richtig gescheit. Schön, dass ihr zu diesem Video einschaltet. Und wie ihr seht, in diesem Video stürzen wir uns mal in ein Drei-Wege-Abenteuer. Und zwar reden wir heute über die Teufel Theater 500 und werden diese mal mit den Teufel Ultima 40 in einem Klangtest vergleichen. Denn ich habe ja zu den Teufel Ultima 40 schon mal ein Video gemacht und haben viele gefragt in den Kommentaren oder auch über Instagram und so, ob ich mir nicht mal die Teufel 500 angucken könnte. Teufel hat diese Kommentare unter dem Video gesehen, mich angeschrieben und das Ganze möglich gemacht. Also erstmal einen Daumen raus an Teufel, die das Ganze hier möglich machen. Und jetzt würde ich doch einfach mal sagen, wir schauen uns die an und geben uns die ganzen beiden gleich mal im Soundcheck. Viel Spaß dabei, euer Speaker Schocker. Los geht's! Die Lautsprecher kommen jeweils in einem Karton zu euch nach Hause geliefert. Drin enthalten ist nicht nur logischerweise der Lautsprecher, dabei sind auch noch Abdeckgitter für die einzelnen Chassis und eine Bedienungsanleitung darf hier an dieser Stelle natürlich auch nicht fehlen. Dazu gibt es noch 4 kleine Gummifüßchen pro Lautsprecher, um den Lautsprecher noch optimal zu positionieren. Spikes können natürlich auch angebracht werden, im Fuß sind schon Gewinde enthalten. Die kantigen Kollegen hier kommen mit einer wunderbaren Verarbeitung hier zu euch ins Haus. Dabei haben die Lautsprecher eine Breite von 20 cm, eine Tiefe von 29,3 cm und eine Höhe von 104,6 cm. Die Gehäuse haben ein Nettoinnenvolumen von 51 Litern. 20 Kilogramm bringt einer auf die Waage, also wenn er kommt, besser mit 2 Leuten transportieren und auch auspacken, das ist wesentlich leichter. Der Teufel Theater 500 ist aufgebaut wie ein Drei-Wege-System, aber es hat hier und da in der Preisklasse schon mal ein paar Besonderheiten. Fangen wir doch direkt mal bei dem 25 mm Gewebe-Hochtöner an. Dieser sitzt nicht, wie ich erst dachte, in einem Koaxialchassis, sondern in einem Waveguide, der hier aus Kunststoff ausgeführt ist. Das fand ich erst ein bisschen, ich sag mal, enttäuschend, als ich den gesehen habe. Aber man gewöhnt sich daran und Teufel spricht hier von einem Constant Directivity Konzept. Das heißt, der Hochtöner, hier in einem Waveguide ausgeführt, soll sein Klangspektrum weit gefächert an den Raum abgeben, so dass man an jedem Hörplatz das gleiche Klangerlebnis hat. Gut, wenn ich jetzt 50, 60 cm von der Couch links oder rechts mich hinsetze, ist das okay, macht das keinen großen Unterschied. Setze ich mich jetzt aber auf das eine Ende der Couch oder auf das andere Ende der Couch, dann habe ich da schon einen Unterschied. Also ganz breit gefächert, wie es sich jetzt erstmal anhört, ist es nicht ganz so. Es ist halt im Stereo-Dreieck immer am besten. Dabei ist es aber auch interessant, dass der Hochtöner so hier in das Gehäuse eingesetzt worden ist, dass er impulsrichtig spielt. Das heißt, wir haben ja sogar schon eine Laufzeitkorrektur und darum sitzt der Hochtöner auch ein bisschen weiter hinten im Gehäuse als die anderen drei Chassis. Und das ist auch der Grund, wenn man Lautsprecher sieht, die einfach mal vorne ein bisschen schräg sind, das ist einfach eine ehrliche Laufzeitkorrektur. Ist hier auch mit drin. Klasse eigentlich. Hier runter haben wir dann einen 160 mm Mitteltöner aus Kevlar und nochmal 260 mm Tieftöner, ebenfalls aus Kevlar. Leistung können die Lautsprecher auf jeden Fall gut vertragen. 180 bis 240 Watt. Viel Leistung muss es nicht unbedingt sein, aber wenn man es richtig krachen lassen will, kann man das mit den Lautsprechern auch. Dazu sollte der Verstärker dann aber auch wirklich in der Lage sein. Ich habe es mit dem Glasamp 2150 getestet, sowohl auch mit dem Yamaha RXA 3030. Und beide Verstärker waren jetzt nicht wirklich in der Lage, den Lautsprecher so zu reizen oder so viel Leistung dazu zu führen, dass es dem zu viel wird. Es war eher dem Verstärker zu viel. Der Hersteller gibt einen Frequenzgang von 39 bis 21.000 Hertz an. Dabei haben wir hier eine Frequenztrennung, dass der Mitteltöner bei 250 Hertz anfängt und der Hochtöner bei 1900 Hertz. Schauen wir uns mal eben ganz kurz hier den Frequenzverlauf hier bei mir im Raum des Lautsprechers an, dann fällt auf jeden Fall auf, dass wir hier bei 50 Hertz eine ganz klare Bassüberhöhung haben und das ist oft, relativ oft, dem Bassreflexsystem geschuldet. Dass ich hier bei den 90 Hertz, 200 Hertz oder auch bei den 2 kHz so Einbrüche habe, das hängt hier mit Raummoden zusammen. Die sollte man sich einfach mal wegdenken und das Ganze hier auch mehr tendenziell betrachten. Dann sieht man aber trotzdem, dass der Lautsprecher relativ ausgewogen abgestimmt ist.
Das Design des Lautsprechers ist relativ schlicht gehalten. Spielereien am Design sucht man hier vergeblich. Es hat ja so die kantige Form, wie man das aus Lautsprechern der guten 90er Jahren herkennt. Mir gefällt das zum Beispiel richtig gut. Und wie schon anfangs erwähnt, die Verarbeitung kann sich hier auch wirklich sehen lassen. Auch bei der Chassis-Einpassung und den Blenden gibt es hier nichts zu beanstanden. Auch hier finde ich es wieder richtig schön, dass hier die Schallwand ein bisschen abgesetzt auf das Gehäuse drauf montiert worden ist. Gerade die mattschwarze Front fügt sich in einen Heimkinobereich wirklich gut ein, denn da ist es immer von Vorteil, wenn die Front des Lautsprechers möglichst dunkel ist, um vom Fernseher oder vom Filmgeschehen eigentlich nichts zu reflektieren. Möchte man es noch dunkler haben, kann man einfach die Stoffbespannung, die magnetisch halten, an den Chassis anbringen. Auf der Rückseite ist nichts weiteres zu finden als ein Anschlussterminal, welches sich wirklich hochwertig anfühlt. Gerade die Drehverschlüsse, richtig schön, wenn man diese auf- und zudreht, wie schön weich die Schrauben einfach laufen. Solche kleinen Details mag ich ja wirklich. Aber halt! Ist es jetzt eine geschlossene Box? Ich sehe gar kein Bassreflexrohr. Es ist selbstverständlich ein Bassreflexgehäuse. Und zwar ist die Bassreflexöffnung nach unten gerichtet in einem Downfire-Prinzip. Deswegen auch die Prallplatte, die auch gleichzeitig als Fuß des Lautsprechers fungiert. Jetzt haben wir über die Verarbeitung gesprochen, über das Aussehen, über die technischen Specs und die Ausstattung. Was fehlt? Ganz klar, der Soundcheck. Ich habe hier wieder eine binaurale Aufnahme für euch erstellt, also setzt euch am besten eure Kopfhörer auf. Und in dem Soundcheck vergleichen wir einfach mal die Teufel Theater 500 mit die Teufel Ultima 40. Und da bin ich gespannt, was ihr davon haltet. Los geht's mit dem Soundcheck. Das ist schon ein Unterschied da, ja? Also bei manchen Musikstücken merkt man doch deutlich, dass dieser Lautsprecher einfach nochmal viel feinfühliger spielt, viel feiner das Ganze abbildet und einfach nochmal viel räumlicher das Ganze darstellt. Bei den Ultima 40, da ist es ja so, dass wir wirklich auch im Bass einen Boost haben und in den Höhen einen Boost haben. Und ich finde, das hört man in den Aufnahmen relativ deutlich. Wenn man jetzt die Möglichkeit hat, so wie ich hier, beide Lautsprecher direkt mal hintereinander durchzutesten, fällt eins direkt auf, dass dieser Lautsprecher hier auf jeden Fall schon mal viel lauter spielt als der Ultima 40 bei derselben zugeführten Leistung. Auch im Bassbereich können die hier einiges, wenn man es drauf anlegt. Zurückhaltend im Bass sind sie jetzt nicht unbedingt, aber jetzt auch nicht so übertrieben wie der Ultima 40. Dabei finde ich es hier bei denen hier richtig erstaunlich, gerade auch im Filmbetrieb,
dass der Bass, wenn er denn kommen soll bei Explosionen oder sowas, dass die das richtig gut und druckvoll und auch impulsiv wiedergeben, ohne dass das jetzt irgendwie anfängt matschig zu wirken oder sowas. Da kommen jetzt zum Beispiel die Ultima 40 nicht ganz so hin. Da ist auch eine Art von Druck da, aber nicht so kontinuierlich oder strukturiert, wie es hier bei den Teufel 500 ist. Dabei gehen die Teufel 500 auch noch ein ganzes Stück tiefer im Bass runter, wie es zum Beispiel bei den Ultima 40 ist. Bei Musik mag ich, dass der Lautsprecher hier relativ natürlich klingt. In manchen Bereichen könnte man meinen, spielt er den Bass ein bisschen zu weit vor, dass er da wieder so ein bisschen mehr zutut, als eigentlich ist oder eigentlich nötig wäre. Dabei finde ich schön, wie der Mitten- und Hochton hier einfach wunderbar zusammenspielen und auch gerade detailreiche Sachen schön in den Raum und an den Hörer abgeben. Aber hören ist ja immer so eine subjektive Sache. Das ist jetzt hier mein Empfinden. Jeder hört natürlich auch wieder ganz anders, hat ganz andere Emotionen dabei oder hört generell auch unterschiedliche Musik. Ist ja völlig klar. Wenn ich jetzt einfache MP3-Dateien höre und mir eigentlich egal ist, ob das jetzt wirklich richtig geil klingt oder nicht, ich einfach nur Bass haben will, ordentlich Bums haben will und einfach doch Höhen haben will, dann kann ich die Ultima 40 einfach nehmen und dann ist das wunderbar. Nehme ich jetzt eine selbe schlechte MP3-Datei, dann ist das den Lautsprechern jetzt nicht so egal wie der Ultima 40. Dann hört sich das hier auf den Lautsprechern beschissener an, muss ich ganz klar so sagen. Weil die spielen einfach nochmal viel feinfühliger. Das merkt man auch, wenn man dann hochwertigere Musik hört. Denn Teufel Ultima 40 wäre es an der Stelle eher egal. Jetzt muss sich natürlich jeder selber überlegen, ist denn der Aufpreis zu den Ultima 40, sind diese Lautsprecher es wert? Ich finde, ja. Denn ich stehe auf den natürlicheren Klang. Die Teufel Ultima 40 sind mir da zu basslastig und nicht feinfühlig genug. Und wenn man jetzt mal überlegt, die sind gerade im Angebot für 682 Euro, ist das wirklich ein sehr schmackhaftes Standlautsprecherpärchen, was sich jeder, wenn er auf der Suche nach Standlautsprechern ist in dem Preisbereich, gerne mal anhören sollte. Und hier an der Stelle kann ich mich auch schon wieder bei euch bedanken, dass ihr so lange zugesehen habt. Ich bin jetzt hier mit dem Video zu Ende, aber schreibt mir doch gerne mal eure Meinung zu den Teufel Theater 500, wie ihr es auch zum Beispiel bei dem anderen Video bei dem Teufel Ultima 40 getan habt. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen doch gerne ein Like oder sogar ein Abo. Das wäre richtig genial. Und dann würde es mich freuen, wenn ihr gesund und munter bleibt und wir uns in dem nächsten Video wiedersehen. Macht's bis dahin gut. Euer Speakerschocker. Bleibt mir gesund und munter. Tschüss.